Willkommen bei Schlesien Journal. Bildungswesen für Minderheiten war das Thema des diesjährigen Schlesien Seminars in Großstein. Wie steht es um die Bildung der deutschen Minderheit? Das erfahren Sie gleich nach den Infos. Wasch, Pflege und Lebensmittel. Insgesamt 3 Tonnen spendeten Mitglieder der deutschen Minderheit für die bedürftigen Einwohner der Ukraine. Diese Spendenaktion veranstaltete die Sozialkulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien. Damit wollen die Deutschen die karitative Spendenaktion des Woiwodschaftskrankenhauses für Neuropsychiatrie in Oppeln unterstützen. Das Krankenhaus spendete selbst einen Krankenwagen. Jako to środowisko, które doświadczyło przed laty także pomocy od naszych rodaków z Niemiec, możemy dzisiaj my, pamiętając o tej pomocy, która była nam przekazywana, pomóc także innym. I w związku z tym kilkakrotnie przekazywaliśmy chociażby nawet podręczniki do nauki języków polskiego, niemieckiego. To dzisiaj środki czystości i myślę, że jeśli będziemy widzieli, że jest w dalszym ciągu potrzeba, to na pewno mając takie możliwości będziemy chcieli się także dzielić. In den ersten Oktobertagen wird eine Delegation aus Oppeln die Spenden in die Ukraine, in die Partnerregion Ivano-Frankowsk bringen. Gloria und Exodus, die Geschichte des schlesischen Adels, so heißt ein neuer Dokumentarfilm. Die Regisseure Andrzej Klamt und Ronald Urbańczyk gehen darin der Frage nach, welche Rolle der schlesische Adel im 20. Jahrhundert spielte. Die Geschichte des schlesischen Adels war bis hierhin eine Tabula rasa. Man hat eigentlich wenig darüber erfahren, also auch durch die Zeiten des Kommunismus wurde der schlesische Adel eigentlich eher diskreditiert. Es wurde oft gesagt, dass die Leute ausgenutzt haben, dass das irgendwie einfach Ausbeuter waren. Und wir wollten einfach auch der Generation, auch in Schlesien, der jungen, der alten Generation zeigen, wer eigentlich auch hinter den Bergwerken, hinter den Schlössern auch steckt. Welche Familien, welche Geschichten sich da verbergen. Der Film Gloria und Exodus wurde Ende September in Großstein beim Schlesien-Seminar vorgestellt. Die nächste öffentliche Präsentation und Diskussion mit den Regisseuren findet am 4. Dezember in Wiesbaden im Murnau-Filmtheater statt. Mehr zu diesem Thema finden Sie auf der deutsch-polnischen Internetseite www.gloria-und-exodus.de. Bald ist es wieder soweit. Die 11. Deutschen Kulturtage in der Woiwodschaft Oppeln stehen vor der Tür. Im Oktober werden sich in Oppeln Künstler, Wissenschaftler oder Institutionen mit ihren Beiträgen zur deutschen Kultur präsentieren. Den Anfang macht ein großes Oktoberfest. Bei dem Oktoberfest wollen wir die Gewinner von unserem Liederwettbewerb Superstar präsentieren. Das heißt, es wird nicht nur Blasmusik, aber es werden auch unsere Star der deutschen Minderheit dort singen. Die 11. Deutschen Kulturtage beginnen am 10. Oktober mit einem Galakonzert in der Oppelner Philharmonie und einer Ausstellung zum Wirken von Horst Bieneck. Er ist der Patron der Oppelner Philharmonie, der Komponist Josef Elsner. In diesem Jahr begeht seine Geburtsstadt Grodkau seinen 245. Geburtstag und 160. Todestag. Dafür wird ein Konzert organisiert, bei dem Elsners Werke gespielt werden. Bekannt ist Elsner vor allem als Lehrer von Frédéric Chopin. Er spielt außerdem eine wichtige Rolle als Vorläufer für die polnische Nationalbewegung. Elsner był preromantykiem i stworzył podstawy, sięgając po folklor ludowy polski, dla twórczości właśnie swojego ucznia Fryderyka Chopina, Karola Kurpińskiego i Stanisława Moniuszki, właśnie twórcy opery polskiej. Stworzył te podwaliny dla romantyków, którzy już w pełni jak gdyby stworzyli ten dojrzały styl narodowy. Häufig diskutiert ist die Frage nach Elsners Nationalität, denn obwohl er im deutschen Grodkau zur Welt kommt, ist er auch in der polnischen Kultur zu Hause. Seine Kompositionen zeigen Einflüsse von der Wiener Klassik bis zum Mazurek. Też na przykład kompozytor niemiecki Hieronim Thum powiedział o nim, że Józef Elsner jest z duszy i ciała Polakiem. Chociaż jest Ślązakiem, ale z duszy i ciała Tak się wyraził i to jest w jego zapiskach z 1841 roku. Das Konzert zu Ehren von Josef Elsner findet am 19. Oktober statt. Beginn ist um 19 Uhr in der St. Michaelskirche in Grodkau.
Die wichtigste Veranstaltung des Hauses der deutsch-polnischen Zusammenarbeit im ganzen Jahr, das Schlesien-Seminar, ist nun hinter uns. Hauptthema war diesmal das Bildungswesen für Minderheiten in Polen. Wir wollten wissen, warum das Thema Bildung so wichtig für Minderheiten ist. Großstein in Oberschlesien. Zum 19. Mal fand hier im Schloss das jährliche Schlesien-Seminar statt. Eine Veranstaltung, die trotz ihres Namens sich nicht nur mit Schlesien beschäftigt. Hier werden Themen gewählt, die alle Minderheiten in Polen beschäftigen. Wie der diesjährige Schwerpunkt: Bildung. Die Aussage, dass die Deutschen selber schuld an der Situation im Bildungswesen seien, die der Minderheitenbeauftragte der Woiwodschaft Oppeln nach der Veröffentlichung des Berichts des Europarats über die Anwendung der europäischen Sprachencharta in Polen in Radio Opole getan hat, dass er gesagt hat, die Experten hätten Unrecht und die Deutschen seien selber schuld, zeigt auch, dass man nicht bereit ist, sich der Situation offen zu stellen. In Großstein stellten sich dem Thema Bildung Vertreter der Minderheiten, Lehrer, Bildungsexperten und Menschenrechtler. Wir haben das Thema ganz bewusst gewählt, weil es ergab sich aus einer Diskussion im Rahmen der gemeinsamen Kommission der Regierung und der Minderheiten, wo die Minderheiten seit gut paar Jahren darauf bestanden, dass das Bildungsministerium an sich eine große Konferenz zum Thema Bildung der Minderheiten veranstalten sollte. Das Bildungsministerium hat sich aber gedrückt, so könnte man das sagen, und das bisher nicht realisiert, nicht umgesetzt. Und man spürt, das Thema drängt. Wie sehr das Thema drängt, wissen vor allem Pädagogen, die in der Minderheitensprache unterrichten. So haben Deutsche in Polen bis heute kein eigenes Lehrwerk für Deutsch als Minderheitensprache. Und bis es endlich soweit ist, müssen Lehrer auf Bücher aus Deutschland zurückgreifen oder ihre eigene Kreativität einsetzen. Ein Lehrwerk würde ihre Arbeit erleichtern. Danuta Holewa arbeitet seit Jahren an so einem Schulbuch mit. Sie hat ihre eigene Vorstellung, wie das Lehrwerk aussehen sollte. Das soll kein fertiges Material sein. Das soll so anreizend für die Schüler sein. Sie sollen sich Fragen stellen, Gedanken machen, wie es war. Dieses Lehrwerk, denke ich mir, soll die Kinder zum Tun motivieren. Also nicht das fertige Material bekommen, so war es Punkt, Schluss, sondern so sich Gedanken drüber machen, vielleicht mit jemandem sprechen. Vielleicht dorthin fahren, um das zu sehen, ob es tatsächlich so war. So stelle ich mir das vor. Woran Deutsche in Polen noch arbeiten, haben die Weißrussen endlich erreicht. Ihr eigenes Lehrbuch für Weißrussisch als Muttersprache. Autorin des Werkes ist die langjährige Lehrerin für Weißrussisch Alina Wawrzeniuk vom Verein für Kinder und Jugendliche ABBA in Białystok. Regionale Besonderheiten, typisch für eine Minderheit, sind das A und O eines guten Lehrwerks für Minderheitensprache, meint die Weißrussin. Nam nie jest potrzebny podręcznik, a szczególnie w naszej sytuacji, jeśli chodzi o Białorusinów i jeśli chodzi o sytuację języka białoruskiego na Białorusi, nie jest nam potrzebny ich ideologiczny podręcznik, a podręcznik nasz. Podręcznik taki, który będzie miał inne trochę słownictwo, bo to chodzi, główny cel nauczania języka mniejszości, pobudzanie tożsamości narodowej. Ja jako nauczyciel wiem, że to nie jest pobudzanie, a bardzo często rozbudzanie poczucia tożsamości. Bardzo często my jako nauczyciele języka mniejszości załatwiamy tą pracę, którą powinni byli zrobić rodzice. Solange Lehrer die Aufgaben der Eltern übernehmen müssen und die Minderheiten die Aufgabe des Bildungsministeriums, bleibt das Thema Bildung in der Minderheitensprache akut. Alina Wawrzeniuk setzt große Hoffnung in die Minderheitenpädagogen. Nauczyciel języka mniejszości powinien być wyposażony w wiedzę, umiejętności, ale tutaj ratio nie zdaje w ogóle egzaminu. To trzeba mieć tutaj. Ja zawsze to powtarzam, że nauczyciel języka mniejszości to nauczyciel, który myśli sercem, a nie głową. Die Arbeit am Lehrwerk für Deutsch als Minderheitensprache geht nun in den Expertengremien weiter. Diese sind jetzt aber reicher an Erfahrungen anderer Minderheiten. Noch haben die Deutschen in Polen kein Lehrwerk für Deutsch als Minderheitensprache. Doch wir bleiben am Ball, was die Arbeit an diesem Lehrbuch angeht. Damit sind wir am Ende der Sendung. Bis in einer Woche wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.